Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Er ist nicht nur der Spitzenkandidat der NEOS für die EU-Wahl, er hat auch ein neues Buch geschrieben, Erlebtes Europa, wo es eben genau um Europa, um dieses Projekt EU geht, das ja in Österreich durchaus nach wie vor kritischer gesehen wird als in anderen Ländern. Und die Rede ist von Helmut Brandstätter, den ich jetzt hier als Gast begrüßen darf. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Daniel. Ich fange mit Ihrem Buch an, weil es gibt ja gar nicht so viele Spitzenkandidaten in Österreich, auch wenn das international üblich ist, die Bücher schreiben. Sie haben jetzt genau das Thema bearbeitet, für das Sie auch antreten, für die NEOS als Spitzenkandidat für die EU-Wahl am 9. Juni. Erlebtes Europa, da schildern ja auch quasi Zeitzeugen ihre Geschichte. Vielleicht führen Sie das ganz kurz aus. Ich darf es mal in die Kamera halten. Sie dürfen Werbung machen, ausnahmsweise. Bitte, ja. Und zwar, ich mache nicht Werbung für mich, sondern für alle 14 Autorinnen und Autoren. Also da bin ich sehr froh darüber und auch sehr dankbar. Und was ich auch betonen möchte, ein Buchprojekt, das geht nicht von heute auf morgen, ist nicht so einfach wie Fernsehen, sondern ich habe vor einem Jahr das mit dem Verlag besprochen, als von Spitzenkandidaturen überhaupt keine Rede war. Als es dann soweit war, habe ich überall gesagt, haben Sie oder hast du ein Problem damit? Da habe ich gesagt, nein, das ist schon in Ordnung. Und also, das ist kein Wahlbuch, sondern es ist ein wirkliches Europabuch. Sie haben auch schon mehrere Bücher und ich habe selbst schon viele Bücher geschrieben, aber was mir hier besonders wichtig ist, dass auch diese Autorinnen, dass wir alle, ich natürlich auch, dass wir alle auch auf ein Honorar verzichtet haben und mit dem Gewinn werden Interrail-Tickets gekauft. Und das passt auch wieder zum Titel Erlebtes Europa. Und auf die Idee bin ich gekommen, weil ich selber sehr viel Interrail gefahren bin, auch Autostopp damals, das war damals, glaube ich, noch leichter als heute, und wirklich ist Europa erfahren so habe. Ja, aber ich habe wirklich Europa erfahren und das war einfach wunderbar, sehr schöne Erlebnisse, mit ganz wenig Geld ganz viel erlebt und das war wunderschön. Jetzt wissen wir, dass Sie natürlich ein überzeugter Europäer sind und auch überzeugt vom Projekt EU. Trotzdem ist es so, dass in Österreich, zeigen immer wieder die Statistiken, eigentlich die Menschen besonders EU-skeptisch sind. Wie erklären Sie sich das? Also ich werde sich nicht das ganze Buch vorlesen, aber wenn ich einen Satz... Das sprengt sonst den Rahmen dieser Sendung. Aber es wird Buchpräsentationen geben und wie gesagt, man kann es ja kaufen. Aber das eine ist mir besonders wichtig, weil sich heute nicht mehr sehr viele an den Bundeskanzler Josef Klaus erinnern. Aber der war ja Bundeskanzler, also ÖVP-Bundeskanzler bis 1970. Dann hat Bruno Kreisky ja bekanntlich gewonnen. Aber Josef Klaus, und das ist wirklich sehr schön, das habe ich in einer Biografie gefunden, er war in den 1960er Jahren in Kiew, damals Sowjetunion, ist in die Sophienkathedrale gegangen und hat ins Gästebuch geschrieben, Intruite nam et hic Europa est. Also tretet ein, auch hier ist Europa. Und sein Europa-Begriff, den kann man auch in dieser Biografie nachlesen, der ist sehr einfach, nämlich er hat damals gesagt, er will die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist das, was die NEOS jetzt sagen, interessanterweise. Und er hat das auch ausgeführt. Er hat damals, und das Letzte, was ich vorlesen möchte, gesagt, eine solche europäische Regierung müsste neben der Wirtschaft und Sozialpolitik auch eine gemeinsame Finanz-, Kultur- und Außenpolitik betreiben. Das heißt, die Idee Europa, und ich sage das auch immer Josef Klaus, einer seiner wichtigsten Mitarbeiter war Alois Mock, der übrigens heute vor 30 Jahren mit Franz Fernitzky, Gitt Ederer unterschrieben hat, weil damals endlich also die Verhandlungen von Österreich auch zu Ende waren. Und Alois Mock, glaube ich, der wäre ziemlich begeistert vom NEOS-Programm, diese Vereinigten Staaten von Europa, das Zusammenleben in Europa, das gemeinsame Europa erleben oder auch was wir heute ja auch schon einmal gesagt haben, nämlich, dass sich diese 900.000 Europäerinnen und Europäer, die in Österreich leben, bitte registrieren sollen, weil sie können auch bei der EU-Wahl dürfen sie im Unterschied zur Nationalratswahl wählen. Können sie hier wählen und das ist auch wichtig, aber ich habe die Frage nicht vergessen. Warum sind Leute trotzdem skeptisch? Weil ihnen die Politik über viele Jahre einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Die Wahrheit ist aber, dass wir diesen Wohlstand, den wir jetzt haben, ohne Europa nicht erreicht hätten. Dass es heute große österreichische Unternehmen gibt, die in anderen europäischen Ländern sehr viel Geld verdienen und hier bei uns Arbeitsplätze sichern. Dass wir tolle Leute aus dem Ausland haben, die hier bei uns arbeiten und dass dieses Europa inzwischen in vielen Bereichen schon so gut funktioniert,
Das sagen Regierungen, nationale Regierungen nicht gerne. Die sagen gerne, wenn was funktioniert, sie waren es. Wenn etwas schlecht, die in Brüssel. Mhm. Und da muss ich immer sagen, die in Brüssel, das sind wir. Weil unsere Regierung ja dort mitredet, dort mitverhandelt. Und es ja im EU-Rat ein Einstimmigkeitsprinzip mitverantwortlich gibt. Es gibt in der Außenpolitik eine Einstimmigkeit, es gibt in anderen Bereichen ja keine Einstimmigkeit. Aber da bemüht man sich darum. Also das Schöne an Europa ist ja, dass der Kompromiss dann auch funktioniert. Und zur aktuellen Lage, dieser eine Satz, weil mir der wirklich so wichtig ist, das Großartige an diesem Europa ist, dass wir wirklich eine Friedensunion sind, dass in einem Kontinent, wo immer Krieg geführt wurde, es undenkbar ist, dass Österreich und Italien um Südtirol Krieg führen. Undenkbar, dass Frankreich und Deutschland um Lothringen Krieg führen. Undenkbar, sondern wir arbeiten zusammen. Und das ist so wunderbar und ich hätte gern, dass das mehr sagen, wie wunderbar das ist. Und man kann es, wie gesagt, auch erleben. Aber trotzdem muss man jetzt schon noch dazu sagen, dass die EU auch in der Außenpolitik nicht immer geschlossen ist. Genau. Das hat jetzt zuletzt auch das Treffen zu dem Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, eingeladen hat, gezeigt, also gerade die Frage russischer Angriffskrieg in der Ukraine zeigt Brüche, oder? Ich sage gern wieder das Positive zuerst. 2 Jahre ist es her, dass Putin die Ukraine überfallen hat und 2 Jahre lang halten wir in Europa zusammen. Und, mehr als wir geglaubt haben. Und bis heute, und ich weiß es, weil ich ja mit vielen Leuten rede, bis heute auch viele österreichische Privatpersonen, NGOs, Gemeinden organisieren Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Das funktioniert nach wie vor. Umgekehrt, dass es schwierig ist für uns, die wir eben in dieser Europäischen Union so an Frieden gewöhnt haben, wie man mit einem Krieg umgeht, das haben wir, wenn ich so sagen darf, nicht mehr gelernt. Weil wir gedacht haben, es kommt nicht mehr. Und Gorbatschow hat vom gemeinsamen Haus Europa gesprochen. Und Putin bombardiert das gemeinsame Haus. Und darauf war man nicht eingestellt. Das ist so, ja. Putin droht jetzt sogar noch mehr. Hat heute eine Rede gehalten, wo er sogar quasi wieder dieses Schreckgespenst von nuklearen Waffen in den Raum gestellt hat. Und wo er halt, das war auch sicher ein Konter auf Emmanuel Macron, der ja nicht ausgeschlossen hat, dass westliche Truppen mitmachen könnten, wenn es hart auf hart geht. Und Putin droht Europa, das würde dann eine Katastrophe bringen. Ich glaube, das, was Truppen betrifft, hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg klargestellt, es wird keine NATO-Truppen in der Ukraine geben, erstens. Zweitens, ich habe viel Kontakt mit Kira Rudik, die eine Abgeordnete, eine liberale Abgeordnete in Kiew ist und die immer bei uns ja auch immer wieder war, die ich in Brüssel treffe. Und sie sagt, wir brauchen keine Soldaten, wir brauchen mehr Waffen und wir brauchen natürlich, was uns betrifft, humanitäre Hilfe. Und was Putin betrifft, also ich verfolge auch russische Medien, auch kritische Medien, die es im Untergrund noch immer gibt. Wenn man weiß, dass die Leute sich anstellen müssen, dass sie irgendwie wieder zu Eiern kommen, wenn man weiß, dass viele Pensionistinnen mit keine 100 Euro leben müssen, weiß man, wie schlecht es den Menschen dort geht. Und das ist halt der alte Schmäh der Kommunisten und jetzt des Putin, den Leuten zu sagen, wir sind wieder wer und wir sind großartig und da hast du auch etwas davon, dass die Enkelkinder dieser armen Pensionistinnen sterben oder davonrennen, muss man ja auch sehen. Es sind ja weit über 100.000 junge Männer geflüchtet, weil sie einfach nicht in den Krieg gehen wollen, ist das andere. Also seine Botschaften richten sich ja zum Teil nicht nur als Drohung gegen uns, sondern auch als imperiale Größe ans eigene Land. Und das zeigt ja auch, dass er in einer gewissen Verzweiflung ist. Weil wenn ich auch manchmal höre, ja, aber dort ist die Wirtschaft gewachsen. Ja, selbstverständlich ist die Wirtschaft gewachsen, weil sie auf Hochtouren Waffen produzieren, die von den Ukrainern, ich glaube, es ist gar nicht so einem langen Zeitraum, sind 10 russische Flugzeuge abgeschossen worden. Es sind Schiffe versenkt worden. Also Putin muss ja selber irgendwann draufkommen, seine Armee ist inzwischen geschwächt. Aber natürlich, mit Atomwaffen kann er immer drohen. Ja, das wird auch weiter tun. Trotzdem, wenn wir zurückkommen auf die EU-Wahl, gibt es ja eine Partei, die am Putin freundlichsten ist, um es jetzt einmal sicher auszudrücken. Und genau diese Partei, nämlich die Freiheitlichen, führen in sämtlichen Umfragen. Also liegen auf Platz 1, die sind nicht nur die Putin-freundlichsten, die sind natürlich auch die EU-skeptischesten. Ja.
Ja, sie sind die Freunde Putins in Österreich, das weiß man. Sie unterwerfen sich, sie haben einen Vertrag mit Putin gemacht, der offenbar noch immer existiert, wo es vielleicht Zeitleiter gibt, von denen wir nichts wissen, wo ja viele Schrecklichkeiten drinnen steht. Einer davon ist, dass die junge Generation Österreichs und Russlands gemeinsam im Sinn des Patriotismus erzogen werden soll. Patriotismus aber heißt für Putin Militarismus. Und Nationalismus. Das heißt, und Nationalismus. Und so will er die österreichische Jugend erziehen. Das ist ja, ja, und die FPÖ will das. Das Erschreckende ist, und vielleicht haben wir das alle noch, weil wir halt vornehm sind, zu wenig deutlich gemacht. Aber wenn die FPÖler, auch Wilimski, von Neutralität reden, die sind nicht neutral, die sind unterwürfig dem Putin gegenüber. Und das ist das Gegenteil von Neutralität. Und sie wollen uns schaden. Ich möchte Sicherheit für Österreich. Sicherheit für Österreich heißt, dass wir eine gemeinsame Verteidigung aufbauen müssen. Noch einmal, ich finde es schrecklich, weil wir in unserem gemeinsamen Europa ja nicht mehr gedacht haben, dass es hier Krieg geben könnte. Sie meinen jetzt eine EU. Aber innerhalb der EU müssen wir eine gemeinsame Verteidigung aufbauen. Das kann nicht eine EU-Armee von heute auf morgen sein, sondern das wird Zeit brauchen. Da brauchen wir mal gemeinsame Ausrüstung kaufen, damit sparen wir viel Geld, gemeinsame Information. Es gibt ja jetzt schon den Plan der Rapid Deployment Forces. Und natürlich, weil ich dann auch gefragt werde, meinen Sohn kriegen Sie nicht. Ich möchte niemandes Sohn, aber selbstverständlich wäre eine solche Armee eine Berufsarmee. Also die Männer und Frauen, wir sehen in der Ukraine auch Frauen, die sich dafür entscheiden, die machen das beruflich. Und es geht um Abschreckung. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, ist, dass wir klar machen müssen, wir sind so stark, du kannst uns nicht einnehmen, wir wollen in Frieden leben. Und diese Friedensunion, wenn die Leute verstanden haben, dass wir für die Friedensunion stehen und die FPÖ fürs Unterwerfen gegen einen Kriegsverbrecher ist, dann glaube ich, dass wir stärker werden. Stärker als die FPÖ? Wir arbeiten daran, ja, bitteschön. Also sprechen mich viele Leute auf der Straße an und ich sage dann jedem, ja, vielen Dank, dass Sie mich wählen wollen, aber bitte reden Sie mit Ihren Freunden und Verwandten. Und wir arbeiten jedenfalls daran, dass wir stärker werden. Also das ist das Wahlziel. Selber stärker werden ist wahrscheinlich realistischer als die FPÖ, ambitioniert. Aber nein, ich meine natürlich, dass wir stärker werden. Und wie gesagt, Wahlziel ist, dass wir 2 Mandate bekommen und dass wir dann in der Europäischen Union das machen können, was wir hier jetzt ankündigen, nämlich für ein starkes Europa arbeiten, für ein Europa, dass die Leute auch mehr spüren. Weil da bin ich auch wieder der Frage, warum sind die Leute skeptisch? Als die Roaming-Gebühren abgeschafft wurden, waren natürlich die Telekom-Unternehmen geschickt genug zu sagen, ja, wir haben die Roaming-Gebühren abgeschafft. Ne, was hätten sie machen sollen? Es war ein europäisches Gesetz. Klar. Europa hat entschieden, dass wir miteinander billiger telefonieren können. Wenn jetzt abgeschafft wird, Gebühren bei Banküberweisungen, werden die Banken sagen, wie großartig sind wir. Europa ist großartig, weil Europa hat das ermöglicht und da gibt es viele andere Beispiele auch und gerade ein kleines Land profitiert auch von den Wettbewerbsregeln, die für uns natürlich auch wichtig sind. Gut, dann danke Helmut Brandstätter für dieses Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.